Hallo? Ah, ja. Ich möchte hiermit die Veranstaltung von Mothers for Nuclear, wir sind die, die hier da stehen, und Nuclearia eröffnen. Und freue mich, dass viele gekommen sind und wir sicher interessante Themen zum Thema Kernenergie und Klimawandel hören werden. Vielen Dank, ich übergebe an Britta August. Ja, hallo. Hallo Heilbronn. Ich bin Britta Augustin von Mothers for Nuclear und wir haben heute hier eine Kundgebung angemeldet, die wir zusammen durchführen mit dem Nuclearia e.V. Und wir möchten ganz kurz vorher erwähnen, dass wir uns als politisch neutrale Organisationen verstehen, dass wir uns also parteipolitisch da nirgends reinmengen wollen. Ja, das sei nur schon gleich am Anfang gesagt. Und wen das interessiert, wir könnten auch noch mal kurz die Entstehungsgeschichte der Nuclearia dann gleich beleuchten, dass das nämlich aus der Piratenpartei entstanden ist, dass das also keinen dezidierten politisch rechten Einschlag hat, aber eben eigentlich auch keinen linken Einschlag, sondern dass wir eben zusammen mit allen Strömungen für die Kernenergie streiten und dass für uns klar ist, dass der Klimawandel auch durch uns Menschen mit verursacht ist und ja, dass wir deswegen die Kernenergie brauchen, um CO2-freien Strom herzustellen, weil im Stromerzeugungssektor eben am meisten CO2-Ersparnis möglich ist. Das ist also unser Thema, Klimawandel bekämpfen mit Kernenergie. Und dazu wird es heute viele Redner geben. Wir haben also 8 Redner heute auf der Rednerliste und wollen damit dann auch gleich anfangen. Aber wie gesagt, ist das erstmal klar, dass wir uns parteipolitisch neutral verhalten. So, der Tag heute sieht so aus, dass wir nicht nur heute jetzt hier die Kundgebung in Heilbronn haben von 10 bis 12 Uhr, sondern dass wir dann noch zum Kernkraftwerk nach Neckarwestheim fahren wollen und dort von 14 bis 16 Uhr eine weitere Kundgebung durchführen wollen. Und als besondere Aktion für alle, die sich sportlich betätigen wollen, haben wir in der Mittagspause terminiert einen ersten Treffpunkt für alle, die zum Beispiel gerne mal im Neckar baden wollen. Wir testen dort mal die Wasserqualität, ja, also weil Kernkraft steht eben auch für saubere Energie, in dem Sinne, dass die Umwelt rundherum sauber bleibt. Und das wollen wir eben ausprobieren, wie es sich da im Neckar verhält, da wollen wir reinspringen. Vielleicht finden sich auch einige Sportler, die noch für eine Fotoaktion zur Verfügung stehen. Da würden wir uns gerne 13 Uhr schon am Atombuckel treffen. Weil zur Kundgebung ist der Treffpunkt dann erst 14 Uhr. Dann laufen wir zusammen zum Kernkraftwerk Neckarwestheim. Aber 13 Uhr für sportlich interessierte, engagierte Schwimmer. Wir wollen mit Bizeps vom Containment verdeutlichen, welche Kraft eben die Kernenergie uns liefert, wie viel Strom, auf wie viel wenig Platz sie uns liefert, und als Symbol dafür, wer das möchte, den Bizeps zeigen, den kann man dann so vor das Containment stellen, dass man dann schön Fotos machen kann. Also dafür wäre der Treff 13 Uhr. Und wir wollen was singen. Also ihr habt natürlich alle vorher immer kalt geduscht, dass ihr das vertragt, jetzt in den Neckar zu hüpfen. Nein. Ansonsten wollen wir noch singen. Eigentlich würden wir das Schwimmen lieber im Abklingbecken vom Kernkraftwerk machen, aber ich glaube, wir haben vergessen zu fragen, ob wir rein können, oder? Okay, also wollt ihr jetzt noch die Präambel hören oder wollt ihr uns singen hören? Oh, der Gitarrist ist noch nicht da. Also machen wir jetzt die Präambel. Wie gesagt, das ist eine Kundgebung der Mothers for Nuclear, aber wir machen die natürlich zusammen mit der Nuclearia. Deswegen noch mal kurz die Geschichte der Nuclearia in Kurzform. Ja, danke Britta. Mein Name ist Rainer Klute. Ich bin Gründer und Vorsitzender des Nuclearia e.V. Der Verein wurde 2013 gegründet, aber er hat eine Vorgeschichte. Und ich bin auch eben schon gefragt worden, wie kommt man denn eigentlich zur Kernenergie? Wie kommt man da drauf, die Kernenergie zu befürworten und dann hier noch offensiv zu vertreten? Bei mir war das so, dass ich die meiste Zeit meines Lebens hat mich das Thema Stromversorgung gar nicht weiter interessiert. Strom kam aus der Steckdose. Vom Beruf bin ich Informatiker
Und für Informatiker ist ja wichtig, dass sie immer Strom in der Steckdose haben, damit die Computer laufen. Und dann passierte Fukushima. Und das Fukushima-Unglück hat mein Leben insofern umgekrempelt, als ich da angefangen habe, mich für die Kernenergie zu begeistern und dafür einzusetzen. Und das kam so. Als das Fukushima-Unglück passierte, da lebte mein Sohn dort in der Nähe. Und darum war ich natürlich persönlich betroffen. Und für mich war es ein ganz wichtiges Thema, jetzt rauszufinden, was passiert denn da eigentlich? Wie gefährlich ist das denn nun für ihn? Glücklicherweise hatte er den Tsunami überstanden, dort in Sendai, wo er lebte. Aber was ist mit diesem Kernkraftwerk? Was ist mit der Strahlung, die dort austritt? Wie gefährlich ist das? Und ich habe mich dann sehr schnell, sehr tief in das Thema eingearbeitet. Da kam mir zugute, dass ich im Nebenfach Physik studiert habe, inklusive Atomphysik und Kernphysik, was nicht dasselbe ist. Jedenfalls habe ich da einiges an Vorwissen mitgebracht und ich hatte die Gelegenheit, eine Woche vor dem Fukushima-Unglück das Kernkraftwerk Emsland zu besichtigen. Habe dort viel gelernt darüber, wie so ein Kernkraftwerk funktioniert, wie die Sicherheitseinrichtungen sind, wie die Anlagen redundant aufgebaut sind. Und ich habe dann schnell erkannt, die Diskrepanz zwischen dem, was die Medien über das Unglück berichtet haben und dem, wie es in Wirklichkeit sich abspielte. Also ich habe in diesen Tagen viel NHK World gehört und gesehen, das englischsprachige Programm des japanischen Fernsehens. Und das hörte sich ganz anders an, als das, was in den deutschen Medien kam. Und das, was die deutschen Medien spielten, die Angstpropaganda, Atomhorror, und die Wirklichkeit, nach dem, zumindest was ich in NHK World gesehen habe, nach dem, was ich wusste, was ich mir angelesen habe in Fachliteratur, die Wirklichkeit war eine vollkommen andere. Und das hat sich dann ja auch bestätigt. All die Befürchtungen der Atomkraftgegner sind nicht eingetroffen. Dieser Ärger über die Berichterstattung in den deutschen Medien hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, man müsste eigentlich dem etwas entgegensetzen, fundierte, solide, wissenschaftliche Informationen dagegen setzen. Zu der Zeit war ich Mitglied der Piratenpartei und habe dort Mitstreiter gefunden und zusammen haben wir die Arbeitsgruppe Nuklearia in der Piratenpartei gegründet. Hatten damit einigen Erfolg, aber innerhalb der Partei, aber größtenteils war die Meinung eine andere. Wir haben dann auch im Laufe der Zeit gemerkt, dass das Thema Kernenergie für viele Menschen interessant ist. Also es gibt viele, die sagen, okay, ja, Kernenergie finde ich gut, aber ich bin ganz allein in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Da stoße ich damit auf Ablehnung, wenn ich mich überhaupt traue, etwas zu sagen. Und wir haben gemerkt, die Leute sind dankbar dafür, dass es nun einen Kreis gab, der sich für die Kernenergie einsetzte. Wir haben aber auch gemerkt, die Bindung an die Piratenpartei, also dass wir eine Arbeitsgruppe in der Piratenpartei waren, das hat dann viele doch wieder abgeschreckt. Und so haben wir gesagt, oh ja, es ist günstiger, wenn wir uns als einen parteiunabhängigen Verein gründen. Und so kam es dann 2013 zur Gründung des Nuklearia e.V. Wir sind ein eingetragener Verein, wir sind gemeinnützig mit Sitz in Dortmund. Und wir setzen uns mit inzwischen einigem Erfolg für die Kernenergie ein. Und heute sind wir hier in Heilbronn, um über Kernenergie zu informieren, darüber zu sprechen, was Kernenergie für den Klimaschutz tun kann und welche wunderbaren Eigenschaften die Kernenergie sonst noch hat. Wir haben hier am Infotisch einige Broschüren ausliegen, die sind ganz frisch aus der Druckerpresse, wo Sie 12 unschlagbare Argumente finden für die beste Energiequelle der Welt, für die Kernenergie. So, und damit soll es für jetzt erstmal genug sein. So, danke Rainer. Das waren jetzt alles erstmal nur die Vorworte, wer wir sind, wie wir uns positionieren. Und jetzt wollen wir unsere Redner hören. Wir haben 8
tolle Redner auf der Liste. Und als erster hat sich zur Verfügung gestellt der Dr. Björn Peters.